Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Sirut Sabine, ja, und wie auf meinem Telegram-Kanal schon angekündigt, möchte ich hier heute mal in die achte Energie eintauchen, in dieses grandiose Löwe-Portal, was sich seit einigen Tagen schon aufbaut, was energetisch schon, ja, überaus deutlich zu spüren ist. Vielleicht spürst du es auch schon. Und ich möchte gern, ja, mal in die einzelnen Energien eintauchen, hinspüren. Ich habe hier wunderschöne Energiekarten ausgesucht. Da werden wir aus jedem Stapel eine Karte rausspringen lassen. Und ich habe das Tarot hier liegen, um nochmal tiefer zu spüren, was da womöglich für eine Thematik drin steckt, was da in deinem Leben so sich zeigen mag. Ja, ich bin aufgeregt, sage ich dir ganz ehrlich, und ich denke, du auch. Ich habe keine Ahnung, was jetzt hier kommt. Ich lese die Energien, wie sie sich zeigen, und ich bin die ganzen Tage auch für mich schon am Hinspüren. Auch so in meine Arbeit hinein, in das Kartenlegen hinein. Und ich habe wirklich das Gefühl, es geht noch mal tiefer, noch mal mehr um Energien. Und genau da schauen wir jetzt, spür du für dich in dir, ob du mit diesem Video in Resonanz gehst, mit diesen Botschaften. Wie gesagt, ich schaue auf die Energien, wenn sich Themen zeigen oder andeuten, nehme ich das mit hinein. Ansonsten bitte übersetze es dir auf deine eigenen Situationen. Das ist ganz wichtig. Ja, lass uns starten. Eine kraftvolle, klärende Botschaft bitte hier für das Seelenkollektiv auf dem Kanal zum 88-Löwe-Portal. Welche Energien zeigen sich, möchten sich zeigen, stehen uns zur Verfügung? Die Transformation, was auch immer. Wenn ich in die Karte eintauche, in dieses Bild, habe ich das Gefühl, Masken lösen sich auf, Masken verschwinden, die Essenz wird sichtbar. Zentrierung, Seelenlicht. Pressure müsste ich jetzt gucken. Mein Hirn hat gerade keine Übersetzung zur Hand, das macht aber nichts. Aus dem Dunkel ins Licht dich zeigen. Dich zeigen mit den Anteilen, die du vielleicht bisher dich nicht getraut hast zu zeigen. Spannend. Lass uns weiterschauen. Ich ziehe jetzt erstmal aus jedem Stapel, oder ich ziehe nicht, stimmt ja nicht, ich lasse aus jedem Stapel mal eine Karte springen, sodass wir hier gewissermaßen eine Überschrift bekommen. Ich nehme übrigens hier auch sehr viel Zartheit wahr. Lichtfunken. Das Licht deiner Seele. Ja, bedingungslose Liebe. Unconditional Love. Dich selbst mit allen Anteilen sehen, lieben, annehmen. Auch das, was du vielleicht bisher versteckt hast. Bedingungslose Liebe. Wir brauchen hier in diesem physischen Leben das Wort bedingungslos
vor Liebe, wenn wir diese höher frequente Energie meinen. Im Grunde genommen ist bedingungslose Liebe die Liebe des Universums, die Liebe Gottes, aus der wir bestehen. Die Liebe ist das, was ja alles umhüllt, erschafft. Und vielleicht denkst du dir jetzt gerade, ja, Sirut, manche Stellen auf der Welt sehen aber nicht so liebevoll aus. Ja, und auch das ist in gewisser Form Liebe, weil sie nämlich das sichtbar macht, was noch ungeheilt ist. Diese zarten Anteile in dir, Verletzungen in dir, die jetzt angenommen werden möchten. Wir schauen mal weiter. Hier gibt es jetzt dann noch einige zusätzliche Informationen. Oh, ein Nein. Egal wie die Frage lautet, hier ist ein Nein angesagt. Warten, aufschieben, Auszeit, sag Nein. Warten, aufschieben, Auszeit, sag Nein. Also wenn hier ein Gewittersturm über dich hineinbricht, wenn vielleicht das Außen sagt, ey, jetzt stell dich nicht so an, guck mal, welche Aspekte sich da auf einmal von dir zeigen und das geht so gar nicht, sag Nein. Nein, das geht dich nichts an. Nein, ich mache das jetzt nicht. Nein, ich sorge jetzt hier gut für mich. Ich glaube, dieses Nein ist ganz, ganz wichtig. Gerade zu den Ereignissen, vielleicht auch die im Außen geschehen, wo es darum geht, wirklich mal ein klares Nein zum Außen zu sagen, dafür aber ein Ja zu dir. Ein Nein im Außen ist immer ein Ja zu dir. Und selbst wenn du zu dir ein Nein sagst, pass auf, jetzt kommt es nämlich zu den Anteilen in dir, die ausweichen wollen, die sich aus der Situation rausziehen möchten, die Klärung sozusagen auch vermeiden wollen. Auch da darfst du zu dir Nein sagen, um dann bei dir zu bleiben oder zu diesem Anteil Nein zu sagen, der sich da rausziehen möchte und da zu sein und zu sagen, okay, ich schaue da jetzt hin. Ich glaube nicht, dass es hier um Aufschieben geht. Vielleicht darfst du zum Aufschieben und zum Abwarten Nein sagen. Denn worauf bitte willst du noch warten? Wir schauen weiter. Eine Karte bitte. Auch wenn dir jemand sagt, meine Güte, jetzt hätt's doch nicht so, sag nein, es ist dein Tempo. Oder es sagt jemand, wart doch mal, es ist vielleicht noch nicht der passende Zeitpunkt und wie willst du das? Sag nein, es ist jetzt, es ist immer jetzt der richtige Zeitpunkt, denn du hast nur dieses Jetzt. Und all das, was jetzt auf den Tisch kommt, gilt es auch jetzt anzuschauen. Nichts mehr mit Warten oder Aufschieben. Jetzt ist der Moment gekommen, und zwar der Moment der Auferstehung. Wiederkehr, Neugeburt, Erneuerung. Und ganz ehrlich, ich finde die Karten total spannend und sie erzählen sozusagen auch eine Geschichte. Lass uns hier vorne anfangen. Vielleicht geht es hier auch darum, all die Aspekte, die deine Seele auf deiner Reise hier und da
zurückgelassen hat, die gilt es jetzt zurückzuholen, wie ein Kind in dein Herz, an dein Herz zu nehmen, die bedingungslose Liebe zu dir selber fließen zu lassen und zu sagen, ey, nee, ich habe jetzt so lange darauf gewartet, ich habe so oft da Teile von mir oder Worte von mir oder das Licht auch, mein Licht zurückgehalten, das ist vorbei jetzt. Ich stehe jetzt hier in meinem Licht, ich bin bereit jetzt hier all diese Anteile zu mir zurückzuholen, um neu geboren zu werden, um erneuert zu werden. Wir haben hier eine ganz klare Ausrichtung auf eine höhere Dimension, auf eine höhere Energie, getragen von bedingungsloser Liebe, getragen von deinem Licht und möglicherweise auch eine tiefe, tiefe Erinnerung an das, was einst war und das, was jetzt möglich ist. Ich hoffe, man sieht das im Video dann schön, weil hier diese Burg, ich halte das noch mal ein bisschen in die Kamera, die hier zerstört ist, hier als Lichtgestalt, als Energieform wieder aufersteht. Und ich glaube wirklich, dass einige Aspekte in unserem Leben crashen dürfen, um auf energetischer Ebene aufzuerstehen, aber nicht komplett auf energetischer Ebene, sondern diese energetische Ebene kommt hier zu dir in deinen Körper. Es geht darum, dein Licht in deinem Körper, hier in diesem physischen Leben zum Ausdruck zu bringen. Ja, lass uns mal zu jeder Karte noch eine Tarotkarte anschauen, um mal hinzuspüren, was hier möglicherweise die Thematik ist. Der Ritter der Münzen. Für dein Licht einstehen. Für deinen Weg einstehen, für all das, was du auf deinem Weg gelernt hast, all die Erfahrungen, die du gesammelt hast, die du jetzt hier als goldene Münze emporhältst, dafür einstehen, für dich einstehen. Der Ritter der Münzen, der, ja, ich habe so, macht sich hier auch ein Stück weit auf den Weg, ein Vorreiter zu sein. Er ist noch ein bisschen verhalten, noch ein bisschen bedächtig. Vielleicht auch aus einer alten Furcht heraus, wenn ich da so stehe, im Mittelpunkt stehe. Es ist irgendwann schon mal schief gegangen. Ich glaube, dass das aber nicht der wahre Grund ist. Ich glaube, es geht wirklich hier darum, dir selber zu vertrauen. Dir selber und deinem Licht zu vertrauen und dieser unendlichen, bedingungslosen Liebe zu vertrauen. Und genau da schauen wir jetzt mal, welche zusätzliche Botschaft wir hier bekommen zur bedingungslosen Liebe. Wow, der Stern, Wunscherfüllung, Wunscherfüllung. Deine Seele wünscht sich nichts sehnlicher von dir, als gesehen zu werden, bedingungslos geliebt zu werden. Und vielleicht wünscht sich ein Anteil in dir nichts sehnlicher, als von deiner Seele gesehen zu werden und bedingungslos geliebt zu werden. Vielleicht hast du Anteile in dir, die du selber ablehnst. Auch da darfst du bedingungslos lieben lernen. Denn jeder Aspekt, jeder Anteil in dir dient deiner Entwicklung,
ich habe hier auf das Buch gezeigt, dient deinen Erfahrungen, dient auch deiner Seele zur Weiterentwicklung. Und der Stern ist hier absolute Wunscherfüllung. Ich glaube, der Stern öffnet auch hier dieses Portal zur Auferstehung. Was wünschst du dir? Ich weiß, Baha Yilmaz hat ein Buch geschrieben, du, oder einen Satz immer wieder, du wurdest in den Sternen geschrieben. Das ist genau das. Nein, warten und aufschieben, Auszeit, sag nein, jetzt ist die Zeit gekommen. Drei, nein, auch ich tue die hier wieder rein, ohne drauf zu spicken. Eine Karte. Eine Karte hier zu diesem Sag nein. Wozu darfst du noch nein sagen? Der Magier. Wenn dich jemand täuschen möchte, schau hinter die Maske, schau hinter die Fassade, sag nein. Und wenn dir jemand sagt, du hast gar keine Macht, du hast gar keine Kreationsmöglichkeit, auch da darfst du nein sagen, denn du bist der Magier in deinem Leben. Du kreierst dein Leben, du manifestierst dein Leben. Wir haben beide Seiten hier. Wie gesagt, wenn dir im Außen gesagt wird, du hast keine Macht, sag nein, das stimmt nicht. Ich habe hier alle Macht der Welt. Ich bin der Magier. Und lass dich nicht von den trickreichen Illusionen des Außen einlullen oder einschüchtern. Du hast bereits viel gelernt auf deinem Weg. Und du kennst deinen Wunsch, du kennst deinen Stern, dein Leuchten. Die Auferstehung, Wiedergeburt, Neugeburt, nee, Wiederkehr, Neugeburt, Erneuerung. Der Ritter der Schwerter. Ich habe ein anderes Deck, da springt der Ritter der Schwerter. Nee, das ist da aber der Ritter der Stäbe, der springt durch einen Feuerkreis, Feuerring. Das habe ich jetzt gerade hier so. Wage den Sprung, habe ich hier auch. Wage den Sprung. Und der springt hier vor allen Dingen auch in Richtung Nein. Lass dir kein X mehr für ein U vormachen. Deine Auferstehung wartet. Und es ist so dein Sprung in eine neue Welt. Und wir haben an der Unterseite, das möchte ich noch dazulegen, die vier Kelche. Ja, spür mal in dir nach. Die vier Kelche, da bist du so ein bisschen missmutig, verstimmt, trauerst vielleicht dem ein oder anderen Verlust noch nach. Bekommst hier aber auch einen Kelch gereicht, also eine Chance gereicht, die jetzt dein Leben komplett verwandeln kann. Bist du bereit, diese Chance anzunehmen? Bist du bereit, diesen Sprung zu wagen, diesen Sprung hin zu deinem Stern, in dein Leuchten hinein? All dieses farbenfrohe Licht auch, was da in dir aufscheint. Willst du es weiter unterdrücken oder sagst du, nein, ich lebe jetzt meine bedingungslose Liebe, ich stehe jetzt für mich ein, für mich auf und entscheide mich für die Auferstehung. Der Ritter der Schwerter, der kann an der einen oder anderen Stelle ein bisschen harsch, ein bisschen scharf erscheinen. Das kann auch sein, dass dir hier ein gewisser Gegenwind entgegenweht, aber dennoch kannst du diesen Gegenwind auch für dich nutzen und kannst dich von diesem Luftstrom einfach tragen lassen in die Höhen, in
dein Leben hinein. Du kannst mit den Energien fließen und genau darum geht es. Und du hast jederzeit das Recht dazu, Nein zu sagen. Und dafür braucht es kein Riesentamtam, kein Riesenprimborium. Wenn du in deiner Kraft stehst, wenn du in dir zentriert bist, dein Leuchten kennst, dich bedingungslos liebst, deine Macht angenommen hast, dann reicht ein Nein, ein Blick und alles, ja, geht in Richtung Erneuerung. Dann erkennst du auch hier, dass dieser Kummer, der dir hier vielleicht auch, ja, entweder von dir in dir aufsteigt oder von außen eingeredet wird, so nach dem Motto, du kannst gerade gar nichts tun. Nein, das stimmt nicht. Du hast jederzeit alle Möglichkeiten der Welt. Ich wünsche dir ein ganz kraftvolles 8-8 Löwe-Portal. Erlaube den Energien, dein System zu klären, aufzuladen. Erinnere dich an dein inneres Leuchten, an deinen Stern. Erinnere dich an die bedingungslose Liebe, die dich trägt. An das, was du an Erfahrungsschatz auch in dir trägst. Und mach dich bereit, deine Welt neu zu manifestieren. Alles, alles Liebe zu dir.